Herzlich willkommen zurück! Ja, wir befinden uns hier in Kapitel 11, Erinnerung an Terra. Immer noch. Gut, wir sind jetzt am Turm angekommen, an einem seltsamen Tempel oder Turm, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und wir haben ja eigentlich schon gar nichts weiter genommen, wir sind ja bloß zum Speicherplatz gelaufen, wir kamen eine kurze Videosequenz und das war's. Und ja, jetzt wollen wir hier weitergehen. Ich glaube, ich habe hier unten noch irgendwelche Items gehört. Ja, richtig. So, haben wir hier Reißzähne. Das war jetzt nicht so doll, aber nun gut. Laufen wir mal hier kurz eine Runde rum, einfach um zu schauen, ob irgendwelche Items noch sind. Da haben wir zum Beispiel wieder eins. Sehr schön. Oh, nice. Wir haben Geld bekommen. So, nochmal hier eine Runde laufen, wie schon gesagt. Aber ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr. Genau. Gut, dann können wir jetzt hier nach oben gehen. Wir müssen im Prinzip hier den Aufzug nehmen. Was anderes bleibt uns hier gar nicht übrig momentan. Und finden wir mal raus, ob es jetzt hier eine Falle sein soll oder nicht. Denn das befürchtet momentan unsere Truppe. Sehr schön. So, auf Speichern verzichten wir jetzt hier mal. Und wir haben ja erst gespeichert. Waiting for us, huh? Oha. What's this? Some kind of trap. Gegen den dürfen wir bestimmt dann noch kämpfen. Mal schauen. Ich verrate nichts. So, jetzt müssen wir hier anscheinend eine Mission oder so machen. Genau. Natürlich nicht mal. Okay, da drüben ist der Gegner. Aber erst kloppt man hier die mal um. Oh, nice, mit Primitivschlag sofort. Sehr schön. So, wechseln wir mal hier kurz auf Sturmkommando, damit es ein bisschen schneller geht. Wunderbar. Just another battle. Na. So, jo. Also übrigens eine private Nachricht bekommen, und zwar, wie es jetzt aussieht mit meinem Studiomikrofon. Weil meint ja, weil ich ja momentan wieder nicht mit Studiomikrofon aufnehme, weil ich ja mein Ding, also mein Mischpult, anscheinend nicht zu meinem Computer passt oder irgendwas, keine Ahnung, es funktioniert nicht, es rauscht total. Und jedenfalls habe ich schon eine Anfrage bekommen, wann da ich jetzt hier das Studiomikrofon benutze. Gut, kann ich hier auch gleich beantworten, und zwar habe ich mir, oder beziehungsweise ich bestelle mir heute Abend dann noch einen neuen Mischpult oder irgendwas anderes, was ich dazu nehmen kann, das Mikrofon, und ich denke mal, dass ich dann spätestens Ende nächste Woche oder Anfang nächste, nee, obwohl ich würde schon Anfang nächste Woche sagen, hoffentlich das Studiomikrofon Englisch benutzen kann. Ob das Gerät dann auch wieder so blöd ist, sage ich jetzt mal.
Weiß ich noch nicht. Stellt sich das später heraus, wenn ich mir das dann bestellt habe. Nun gut. Wisst jetzt mal Bescheid. Also wir wollen den Präventivschlag haben, deswegen greifen wir hier von hinten an. Schade. Hätte ja klappen können. Nun gut. Denn halt ohne Präventivschlag, dann buffen wir uns jetzt mal kurz hier hoch. Entschuldigung. Ein bisschen Schaden macht er ja schon. Okay. Dann habe ich hier dafür eine Idee. Aua. Okay, wir heilen hier mal ganz kurz. Und dann greifen wir an, würde ich sagen. Und los geht's. Boah. Ist aber bösartig hier. So, weiter geht's. Wow. Ganz langsam. Ah, jetzt kriegen wir Potes von ihm. Sehr schön. Oh, Adblitz. Adblitz brauchen wir auf jeden Fall. Komm, noch einmal. Ja, sehr schön. Genau, das hatte ich vorhin die ganze Zeit gewartet. Wer hat sich gebufft? Weil wir hier noch nicht den Gegner analysiert haben. So, jetzt haben wir den im Schockmodus, wunderschön. Lol, dass sie das Ding hochkriegen. Den mega riesen Pudding. Und tschüss. Ja, konnte ich mir denken, dass das keine 5 Sterne wären. Aber nun gut. Die Mission werde ich einfach später alle nochmal wiederholen. Weil ich bin hier so ein Freak, der muss dann immer alle 5 Sterne bei die ganze Mission haben, damit ich das alles perfekt habe. Bei Kämpfen ist mir das vollkommen egal, aber bei Missionen nicht. Da muss ich 5 Sterne haben. Mission 22 oder so. So, wo dürfen wir jetzt hin? Ja. Im Prinzip da, wo wir von uns herkommen, glaube ich. Okay, fast. Ja, eins weiter, genau, eins weiter dann. So, hier sind bestimmt wieder die Gegner da. Oder? Nachsehen tust du noch nicht, ne? Anscheinend nicht. Und dann halt nicht. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. So, mal schauen, was uns jetzt hier erwarten wird. Ich ahne Schlimmes. Naja, ich habe richtig geahnt. Ich hasse diesen Gegner. Aber hier im Präventivschlag schaffen, ich zweifle daran. Drehen die sich hier nochmal um? Okay, wir probieren es mal. Oh! Puh, wir haben es geschafft. Präventivschlag. Sehr schön. Da können wir gleich den hinten den rausfokus, ne? Bevor der uns wieder auf den Nerven geht. Aber wir kriegen ihn definitiv nicht tot hier.
Na gut, dann buffen wir uns erstmal hier ein bisschen. Machen wir mal hier eine Analyse. Genau. Wow. Ha, schön, wir kriegen jetzt hier AdBits drauf. Genau das wollte ich nur. Also Zeit hier den Balken wieder hoch zu pushen. Oh. Wie sie greift der an? Hallo? Hörst du mal wieder auf? Alter, hör auf! Hier! Hoch mit dir hier! Blöder Balken! Hör der Gott immer auf, da anzugreifen! So, jetzt haben wir ihn down endlich. Und die anderen auch. Sehr schön gemacht. Mal sehen, was die Sterne dazu sagen. Ja, yeah, wir haben 5 Sterne erreicht. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Mission erfüllt. Teilchenbeschleuniger. 3-mal. Und eine neue Mission. Natürlich Mission mit Gegner und so, ne? So muss das ja. Ja, das kennen wir ja schon. Oh, mal sehen, was jetzt kommt. Ich ahne Schlimmes. Ich höre hier schon wieder ein Item. Das ist hier oben, auf der anderen Seite. Okay. Dann müssen wir erstmal hier raus. Mit Schock. Hey, komm her, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Sehr geil. Und hochkicken, hoch mit dem hier. Na, mit denen in den Schockmodus auch krieg ich Zweifel ganz stark daran. Nein, definitiv nicht. Also jetzt macht er hier bestimmt gleich übermäßig. Ultraschaden. Boah, der Balken geht ja mal gar nicht hoch, ey. Und aua, der macht ja wirklich Schaden. Hope, ich leide mit dir. Komm, du blöder Balken. Ab auf die 200%. Nein, 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 nein. Oh, du stirbst nicht. Du stirbst mir hier nicht weg. Niemals. Nein, nein. Und hoch mit dir. Bye. Easy. Easy, sagt er. Okay, ich gebe ja recht. Easy, 5 Sterne. Sehr schön. Oh, wir haben, glaube ich, habe ich gerade richtig gelesen, war das jetzt Reif oder war, aber habe ich Eif, ich habe irgendwas mit Eif gelesen. Na, klein mal schauen, was wir hier gekriegt haben, ne? Oh, was machen die denn jetzt hier? Yeah. Feuer löschen. Oh, yeah. Dankeschön.
Blümchen kriegt er später. Oh, schauen wir mal, was, ob das wirklich ein Reif war, was wir jetzt hier gekriegt haben. Oh yeah, wir, wow, wow, okay, der Reif ist cool, sehr cool. Den tauschen wir gleich um, boah, plus 100 physischer Angriffsschaden, boah, nice. Oh, hier, hier können wir ja schon einen neuen reinmachen, oh, stimmt hier. Was nehmen wir? Sagt mir auch mal was hier dazu. Nehmen wir mal hier eine Schadens, oder? Ja, nehmen wir eine Schadensresistenz, warum nicht? So. Oh. Wow. Wow. Jo, 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 jo. Hier ist alles wunderbar. Sehr schön. Good. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, Fang. Hey. Right, here we go again. Can't take a hint. You're one to talk. Huh? Yeah, die helfen uns. Woo! Well, I'll be damned. Weg mit dir. Hey ho. Well, I guess the way is open now. Mhm. Ja, das ist er in der Tat. Good job. Jo, das stimmt allerdings. So, und bevor wir jetzt wieder weitergehen, werde ich jetzt mal den Part hier beenden. Machen wir hier noch schnell das Time. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns dann einfach im neuen Part. So, was nehmen wir hier? Nehmen wir mal hier den Verheerer erstmal wieder. Okay, ja, mal alles. Dann können wir hier weitermachen. Oh, schön. AW. Den nehmen wir gerne. Oh, hier. Das wollen wir haben. Das brauchen wir. So, hier machen wir den Heiler. Oder denn? Ja, doch, Heiler. Angel endlich. Endlich hat er es auch mal. So, Fang, die machen wir hier, den Verteidiger. Oder den Money, 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 Money. Money, ja, wir machen den Money. Was macht denn das? Erteilt Magieschaden, macht handlungsunfähig und anfällig für große Schäden. Oh. Sehr schön. Das wollen wir machen. So, gut. Dann, wie gesagt, bis zum nächsten Part.